Man kann die Bibel als Text verstehen, in dem sich der Herr offenbart, mit all seinen Eigenschaften. In dieser Sichtweise wäre die Opferung Isaaks eine Aufforderung Gottes, solche Opfer nicht mehr darzubringen, weil er sie nicht will. Auf eine ähnliche Weise kann man die Geschichte Jesu sehen. Nicht nur ist er zum Menschen geworden und hat alles erlebt, was ein Mensch ausmacht, sondern er hat sich am Ende geopfert, um uns von der Sündenlast zu erlösen. Diese Entscheidung des Herrn und der Umstand, dass er sie bis in letzte Konsequenz gelebt hat, ist der Beweis seiner Liebe für uns. Vor dem Neuen Testament war Gott vieles. Er war strafend, gnädig und allmächtig. Aber seine Liebe dem Menschen gegenüber hat er unter Beweis gestellt, als er sich für seine unvollkommene Schöpfung geopfert hat, als er sich für sie erniedrigt hat. Jesus ist aus freiem Willen auf die Erde gekommen. Er hatte zwar einen Auftrag, aber er hatte anscheinend die Wahl. Wie das für ihn war, kann man in vielen verschiedenen Filmen nachempfinden, in denen ein Prinz oder ein Rich Girl durch Magie oder ein Versehen sich auf einmal im Leben voller Armut wiederfindet. Die Storyline der Filme behandelt meist, dass die Figuren sich erst gar nicht zurechtfinden und dann ihr Glück in dieser fremden Welt entdecken. Jesus ging es ähnlich. Er kam aus dem Himmel, er kam von Gott und auf der Erde wurde er in die Familie eines Zimmermanns hineingeboren. Er hat also bewusst auf Komfort und Wohlstand verzichtet, um Gottes Willen zu erfüllen und für die Sünden aller Menschen zu sterben. So ein Opfer können wir nicht bringen. Außerdem hat Jesus es ja eh schon gebracht. Aber auch wir können den Komfort der Couch verlassen und Gottes Willen erfüllen. Praktisch Nächstenliebe leben. Wir können Großeltern oder alte Bekannte anrufen oder anschreiben, Fremden auf der Straße zulächeln oder sich auf die Seite eines Schwächeren schlagen. Jesus, der Mensch, wie er sein sollte. Ja. Er hatte bei Gott das perfekte Leben und wurde dennoch Mensch, nur um uns zu retten. Was für ein Vorbild! Wir müssen uns jetzt eigentlich nur noch an ihm orientieren. Doch dann regen wir uns in unserer Wohlstandsgesellschaft über so viele First-World-Problems auf, stellen unseren eigenen Willen über Gottes Plan, denken nicht nach, wie andere an unserem egozentrischen Handeln leiden oder stehen nicht zu unserem größten Helden Jesus, so wie auch ich letzten Monat. Ich war da total aufgewühlt, weil ich gerade vom Schlaganfall meiner Oma gehört hatte. Plötzlich lag da am Boden ein Mann, der scheinbar obdachlos war und zu viel getrunken hatte. Ich tat also so, als würde ich ihn nicht sehen und dachte mir, sorry, nein, ich habe gerade echt andere Probleme. Außerdem habe ich auch schon erlebt, wie Menschen aggro werden, wenn man sie weckt. Doch dann hatte ich eine Eingebung. Jesus hatte auch eigene Probleme. Also kehrte ich um und bat meine Hilfe an. Ein anderer Mann erklärte mir dann, dass er bereits den Krankenwagen gerufen hätte und hier warten würde. Letztendlich habe ich also keinen Unterschied gemacht. Ich war kein Held in dieser Geschichte, aber für mich macht es dennoch einen Unterschied. Diese mangelnde Solidarität mit diesem Mann hätte mich ewig verfolgt und deswegen danke ich Gott für dieses Vorbild. Es hilft mir so sehr dabei, dass ich jeden Tag aufs Neue an mir arbeiten kann. Aber nun zu dir. Wie motiviert Jesus dich ganz persönlich? Du bist auf der Suche nach weiteren inspirierenden Gedanken, einer ganz persönlichen Begegnung mit Jesus oder Fellowship mit anderen Jugendlichen? Dann komm doch am Sonntag zum Crossover Jugendgottesdienst. Analog oder digital? Wie es für dich gerade am besten passt.